Moin Moin und hallo, die Sucht hat mich gepackt. Herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Heidi Kabel befindet sich bereits in der Warteschlange, aber wir alle wissen, Heidi Kabel ist VIP, sie wird nicht lange warten müssen. Deswegen geht's jetzt direkt los. Letztes Mal waren wir unterwegs und haben eigentlich wollten schon längst Schluss machen und haben dann doch länger gespielt als vorgesehen und sind dann leider nicht. Ups, oh, hier ist Kabellagen. Die Kabellage, Entschuldigung. Sind dann leider nicht mehr zu einem Ort gekommen, wo ich noch hätte mir einen Wegpunkt aktivieren können. Aber hier sind wir jetzt in dieser Stadt in Zarbenzett und hier bin ich gestern lang gestreift. Hier bis hier, so wie Alexander der Große, der bis in die sumpfigen Urwaldwälder Indiens vorgedrungen ist, um Malaria und Krankheiten vorzufinden, und dann umgekehrt ist. So bin ich bis hier, so hier alles so modriger, matschiger Morast. Bis hier so, und dann habe ich leider, wie ihr seht, nichts gefunden, wo ich hätte schlafen können. Das Einzige ist das hier, der Stützpunkt. Und wenn wir den sozusagen erobern, müssten wir hoffentlich dort einen Wegpunkt bekommen, sodass der Plan jetzt für heute Morgen ist. Wir marschieren gleich mal hier rüber, machen diesen Dungeon mit Aneta. Die sitzt ja immer noch davor und jammert und weint und quengelt. Und dann ziehen wir von dort aus weiter und versuchen dort dann diesen Stützpunkt zu erobern. Das wäre jetzt mal für heute Morgen so der grobe Plan. Außerdem würde ich mir ganz gerne auch mal die Zeit und die Ruhe nehmen, um noch ganz kurz in die Items reinzuschnüffeln, ob es dort was gibt, was ich eventuell tauschen will oder verzaubern möchte mit einem Aspekt, den ich habe. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Erstmal gehen wir nochmal kurz zur Kiste. Wir können auch nochmal schauen, ob wir mittlerweile irgendwas haben, was uns optisch noch ein bisschen aufwertet. Wir haben ja so viele verschiedene Rüstungsteile mittlerweile hinzugewonnen, die wir theoretisch auch aufwerten könnten. Aber als erstes schauen wir mal hier rein in unsere Option. Oh, guck mal hier zum Beispiel, dieses seltene Schwert macht auf jeden Fall mal mehr Schaden als unser derzeitiges Schwert. Und das hat mittlerweile auch einen... Oh, oh nein, die Krislage ist wieder da. Ein Ausmaß angenommen, wo ich wirklich drüber nachdenken muss, ob ich das jetzt hier nicht mal langsam irgendwann austausche. Mein liebgewonnenes Legendary. Wir machen nämlich 281 Schaden pro Sekunde zu 248 Schaden pro Sekunde. Und wir haben hier Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekten leiden. Oh, 10% Schaden gegen Gegner in der Nähe. Und Glückstreffer. Ist jetzt gar nicht so schlecht, ne? Das ist nicht so gut. Das haben wir haben ja gerade erst das andere Legendary bekommen. Die gucke ich mir jetzt gerade gar nicht mal an. Die verkaufe ich einfach. Auch hier dieser Todesamboss, der seltene Dolch. Ist auch sogar noch gesockelt. Gibt mir Geschicklichkeitsbonus. Und ist dementsprechend eigentlich auch besser, ne? Und ich kann es auch noch upgraden, ganz, ja, das stimmt, ich kann es auch noch upgraden. Es ist noch nicht mal aufgewertet. Also eigentlich sind diese beiden, allein diese beiden Waffen, die ich jetzt habe, sind eigentlich besser als das, auch hier dieser Lendenschurz hier. Wenn man sich mal diese Rüstungswerte anguckt, plus das hat einen doppelten Sockel und dunkler Schleier. Ich weiß gerade gar nicht, was das für eine Fertigkeit ist. Aber ihr seht, also so langsam kommen wir an den Punkt, plus 8 auf alle Werte ist natürlich auch geil. Wo wir echt überlegen müssen, Mensch, tausche ich hier den Kram nicht langsam mal aus? Und der Rest, glaube ich, ja, da sind wir auch schon an dem Punkt, wo es langsam, wo die Überlegung wirklich zulässig ist, zu sagen, och, hier auch, ne? Aber ich mache jetzt mal Folgendes, ich hau jetzt mal alles weg, bis auf die Sachen da oben. Wo ist hier nochmal der Schmied? Da, der Richter, okay. Wir machen wieder ein bisschen Sound dann. So.
Schmied. Hallo Schmied, wir haben ein bisschen was zum Wiederverwerten mitgebracht. Genau, die Sachen wollte ich jetzt erstmal lassen. Den nehmen wir weg, das nehmen wir weg. Die wollte ich lassen, das nehmen wir weg. Oh, das Ding ist leider auch nicht so schlecht. Egal, alles weg. Das kann man doch noch verwenden, das ist doch noch gut. Das soll man nicht wegschmeißen. Nee, das ist richtig. Auch das hier, ne? Das ist einfach... Also die Langlebigkeit von diesen Sachen ist einfach nicht so hoch. Auch nicht so schlecht. Plus 18 auf alle Werte. Plus 18 auf alle Werte. Ist halt auch einfach echt gut. Glaube ich. Er hat auch eine deutlich höhere Gegenstandsmacht und kann aufgewertet werden. Das Ding ist, ja, was mich ein bisschen abschreckt noch an dem Punkt, weshalb ich das jetzt nicht mache und die Sachen jetzt einfach alle, beziehungsweise das Ding ist wahrscheinlich auch richtig teuer, 8000 Mark, ne, das können wir auch mal verkaufen. Es geht eh so schnell hier. Pass auf, das verkaufen wir jetzt mal für 8000 Mark. Vielleicht kommt da irgendwann mal so ein richtig geiles Legendary noch in den Handel auch. Und dann haben wir die finanziellen Möglichkeiten, da auch mal zuzuschlagen. Die lasse ich jetzt einfach mal kurz im Inventory. Aber ich habe Bock, Lust zu laufen und Lust zu schnetzeln. Deswegen tausche ich die jetzt noch nicht aus. Ich überlege mir, ob ich das mache. Ich weiß, ich könnte jetzt noch viel stärker und kräftiger sein. Und dann müsste ich jetzt hier aber Infusion und so ein Kram machen. Also... Nee, nicht Infusion. Ich müsste die Aspekte rausziehen. Ich weiß gar nicht, was das Wort dafür ist. Ich packe die jetzt erstmal in meine Truhe und prokrastiniere das und mache es dann am Ende eh nicht, weil ich dann ja wieder weiter bin. Und wir laufen jetzt los, weil ich will ein bisschen Action haben jetzt. Ich will jetzt nicht irgendwie meine Zeit damit verbringen, Gegenstände aufzuwerten und dann am Ende 50 Punkte und irgendwas mehr zu haben. Und dann laufe ich los, nachdem ich das eine halbe Stunde gemacht habe und finde sofort was Besseres. Und denkt mir so, ey, fuck. Das hat ja nicht lang gehalten. Hier wollen wir hin. Also wir müssen im Grunde nur diesen Weg hier entlang laufen. Nicht in der Stadt. Zack. Okay, also das, was wir gestern quasi... Oh, warte mal, da unten ist ein... Oh, nehmen wir das Event mit. Ja, wieso eigentlich nicht, oder? Komm. Wir nehmen das Event mit, wenn sich das uns hier schon so darbietet und um unsere Aufmerksamkeit heischt, dann nehmen wir das auch mit. So, die können gerne wieder abhauen, diese seltsamen Jägersleute, die sind nicht Teil der Geschichte. So, hier machen wir weiter, das haben wir, glaube ich, gestern schon gemacht. Ne? So, weg. Die gehören eigentlich überhaupt nicht dazu, was mich jetzt ein bisschen nervt. Aber er hier gehört dazu, und zwar sowas von. Die Tochter des Hasses fordert Blut. Die Synchronisation war gestern schon so ein bisschen drüber. So, wir müssen einfach, glaube ich, hier ihre... Ich hab nicht genug Energie. Ihre Nahrungsquelle so ein bisschen abschneiden. Und dann schauen, dass sie auch verwundbar ist. Machen wir mal eben. Da, okay. Au. So. So. Ich muss, glaube ich, auch immer aufpassen, dass ich dann... Irgendwann muss sie doch auch mal jetzt ihre Bubble da wegmachen, oder nicht? Ich habe kaum noch Energie. So, wie lange geht denn das noch? Ich hab nicht genug Energie. Ich brauche mehr Zeit. Oh no, die sich laben. Gott, das ist einfach. Ich habe kaum noch Energie. Jetzt ist sie endlich platt. Okay, das ist gut. Jetzt müssen wir richtig geben. Egal, ich bleib jetzt hier stehen, aber ich Schaden nehmen. Yes, wir haben sie direkt. Ah, Hammer, haben wir gut gemacht. Die letzten
Da ist die Kiste. Okay, leider kein Legendary, aber bestimmt anderen geilen Kram. Der mit Sicherheit besser ist als das, was ich bislang habe. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Ja. Yep. Und, oh ne, der nicht unbedingt. Aber das Schwert hier ist ganz interessant. Schadenfertigkeit Typs Kern, Schadenfertigkeit Basis. Schaden gegen Gegner in der Nähe. Ja, ist nicht schlecht. Auch das könnte man sicherlich irgendwie in Erwägung ziehen, den jetzt mal auszutauschen. Nehmen wir irgendwann mal richtig viel Zeit. Im Idealfall mache ich vorher mache ich so, dass ich mir so ein paar Dungeons noch cleare und ein paar mehr Aspekte freischalte. Ich habe gerade derzeit recht wenig Aspekte. Ich habe nur ein oder zwei. Ich will ja alle irgendwie, möglichst viele verschiedene. Man kann ja immer nur einen aktiv haben. Und das ist geil, wenn ich halt alles voll Legendaries habe, habe ich natürlich auch viel mehr Aspekte aktiv. Und das Ding ist, wenn ich jetzt ein Legendary, wenn ich die Aspekte aus dem Legendary ziehe, verliere ich nicht nur das Legendary, sondern ich kann dann auch das nur einmal noch verwenden. Während die Aspekte, die ich, also hier, war das, nee, das war das Falsche. Genau, während die Aspekte, die ich jetzt hier habe, die sind dauerhaft für mich. Ich will mal nur meine Klasse anzeigen. Ich habe nämlich bislang nur diesen hier, den Aspekt des Beschützers, und das ist diese Barriere. Und alle anderen Eigenschaften muss ich aus den Legendaries rausziehen, kann sie dann einmal auf eine Waffe verteilen und dann nicht mehr. Und das kann natürlich dann sein, dass ich dann relativ schnell dann noch bessere Waffen finde. Und dann ist der Aspekt für mich sozusagen verloren. Deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich, weil natürlich die Tatsache, dass ich jetzt super viele Legendaries habe, eben auch dazu führt, dass ich sehr viele von diesen Aspekten aktiv habe. Und die haben ja auch wiederum eine Wirkung, die ziemlich cool ist. Daher ist das für mich jetzt nicht so die Priorität. Das ist direkt, oh Gott. Alle explodieren. Wieder kommen wir an, so Schleimmonster. Ei. Gut. So, hier müsste die Quest jetzt sein. Die liegt wahrscheinlich da immer noch rum und jammert, ne? Hilfe, ich bin so, ich arme Frau. Ja, aber es stimmt ja auch. Sie ist ja auch, ihr ist auch. Was? Ich fühle mich nicht gut. Die Stimmen sind so laut. Sie schreien mich an. Sanses Soler, herzlichen Dank. Gift aus dem Inneren der Höhle. Ich muss heim zu meiner Mutter. Bitte. Ich helfe dir, wo ich kann. Gut, also rein da. Also ihre Geschichte ist, falls ihr das gestern nicht mitbekommen habt, sie ist so besessen. Vielleicht hat sie auch eine Kraft. Und kann sie einfach nur nicht kontrollieren. Jedenfalls kann sie einfach Leute verbrennen. Ist aus ihr heraus strömen kochend heiße Flammen, die Leute einfach rösten. Und das wird von der Dorfgemeinschaft natürlich als Fluch angesehen und sie soll auf dem Scheiterhaufen. Aber sie selber kann da ja vermutlich nichts für und ist selber total verwirrt. Und ihre Mutter hat sie verstoßen. Vielleicht auch, um sie zu schützen, damit sie nicht vom Dorf irgendwie hops genommen wird. Mehr Zeit. Wir wollen jetzt irgendwie schauen, ob wir ihr helfen können. Was natürlich schön wäre. Spinnenbrut, Spinnenbrut. Tut nicht gut. Okay. Warum müssen hier immer so riesige... Was haben die alle mit diesen riesigen Spinnen? Spinnengift kann ich da aber wahrscheinlich für irgendwelche Tränke dann oder so auch benutzen.
Überall sind, die sind auch in jeder Ritze, die Spinnen, ne? In jeder Ritze haben die sich irgendwie breit gemacht. Echt unangenehm. Lauf mal um sie rum. Da ist wieder Spinnengift. Töte die befallenen Dorfbewohner. Ist das überhaupt die aktive Quest? Ich brauche mehr Zeit. Warte mal kurz. Wir wollen noch eigentlich. Warte mal, ist das nicht Schrei der Unschuld? Nee, warte. Da. Genau. Das ist die aktive Quest. Okay, ich muss jetzt hier einfach Spinnengift sammeln. Und 4 fehlen noch. Also von wegen, ich habe einfach die Quest gerade gar nicht richtig aufgepasst. Das ist manchmal der BDA. Aber gerade noch gesagt, ich kann das Spinnengift benutzen für irgendwelche Tränke. Nee, das ist halt einfach die Quest. Ja, manchmal ist das dann nicht so hundertprozentig relevant. Ey, falsche Richtung geschossen. Noch nicht bereit. Da kommen die. Das hier zum Beispiel, ne? Also ich habe einen Aspekt, den ich über meine Legendaries habe, ist dieser Pfeilhagel. Ich habe eine 10%ige Chance, dass ein Pfeilhagel niedergeht. Das heißt eigentlich bei jedem 10. Schuss im Schnitt geht ein Pfeilhagel nieder. Das ist so geil. Und die würde ich alle verlieren, ne? Wenn ich jetzt zu früh meine Legendaries aufgebe. Der Fluffe, ich herzlichen Dank. So, wir brauchen noch 2 Spinnengifte. Ich habe keine mal, Energie. Den werde ich hier mal schön vereisen, den Buddy. Ich bin noch nicht bereit. Ich hoffe, meine Pfeile. Die Explosion war unnötig. Und da ist noch eine Spinne. Spinnengift, sehr gut. Noch ein. Oh, dieser Schatten war gerade unheimlich hier, oder? Da. Oh. Dancing with Shadows. So, ein Spinnengift noch, dann haben wir die Quest erfüllt. Wir waren auch gestern in einem riesigen Dungeon und da wollte ich schon längst pennen und es hörte einfach alles nicht auf. Und da war eventuell sogar noch ein Endboss. Keine Ahnung. Was ist das hier für ein Schrein? Schrein der Gier. Okay, es gibt jetzt mehr Gold. Das gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Oh, gib mir Gold, ich habe einen Aspekt offen. Ich habe keine Energie. Ja, Energierückgewinnung ist auch so ein Thema, was ich mir auf die Agenda geschrieben habe. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Dass ich schaue, dass ich auf jeden Fall meinen Charakter auch ein bisschen mehr in die Energierückgewinnung, weil es ja meine Main-Ressource ist. Skille und da habe ich letztes Mal schon so ein paar Sachen gemacht, die ganz gut funktioniert haben. So. Wo ist der Handschuh? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch Spinnengift gedroppt bekomme, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich noch eine alternative Verwendung. Oh, guck mal, es ist ja so geil. Meine Falle hat gezündet, zusammen mit dem Pfeilhagel. Das war perfekt, weil die sind natürlich alle dann auf diesen Punkt gepult worden. So, explodieren sie. Und aus dem Leib kommt diese Spinne, ne? Das ist auch echt ekelhaft. Ich brauche mehr Energie. So, Energie. Druidischer Siegelring. Wahrscheinlich eher. Oh, da ist der Endboss, glaube ich, oder? Des Dungeons, kann es sein? Ich brauche mehr Zeit. Spinnvieh. So. War das ein Endboss? Sollte das ein Endboss sein? Ich dachte, so Totenkopf-Anzeigen sind immer Endboss-Zeit.
auch gleich ein Level up. Das werden wir auch irgendwie in die Rückgewinnung der Energie stecken, glaube ich. Und ohne Energie gibt es keine geilen Skills. Das ist unser Level up. Guck mal, gerade noch angekündigt, da ist es schon. Schauen wir uns gleich mal in Ruhe an. Ich kann ja den Dungeon im Grunde trotzdem einfach mal komplett clearen. Schauen, ob hier noch irgendwas Geiles zu finden ist. Oh, hier einmal dieses Maden, dieses freundliche Madenvolk auslöschen. Pestmaden. Diese Barriere ist auch ein Skill über die Legendaries. Bergwerksgeheul. Das ist eigentlich für euch so zum Zuschauen immens nervig, dieses ich brauche mehr Zeit, ich bin noch nicht bereit Gelaber. Ich finde es irgendwie, mich stört es überhaupt nicht. Es gibt ja immer so einen akustischen Indikator, weil ich kann natürlich nicht die ganze Zeit, während ich hier kämpfe, immer auf meine Leiste gucken. Und dann weiß ich zumindest, ob der Skill aktiviert wurde oder nicht. Weil manchmal sieht man das einfach gar nicht in diesem Fegefeuer. Hey. Warum sind hier eigentlich gerade so viele noch? Ich bin noch nicht bereit. So. Noch einen druidischen Siegelring. Oh. Oh Gott. Ich brauche mehr Zeit. Und diese ekelhaften. Diesen Sumpf, den der immer hinterlassen, ne? Alles nicht selber machen. Das war ein schöner Crit. Hit. Also, ich habe derzeit so zwei Infusionen aktiv. Das eine ist Schatteninfusion, das andere ist Eis. Und ich wechsle immer so zwischen denen durch. Immer abwechselnd. Sodass ich eigentlich immer einen aktiv haben kann. So, der ist noch nicht, das heißt, wenn der Schatteninfusion ist noch nicht bereit, das ist eigentlich mein Main, weil ich den am höchsten gelevelt habe. Und dann nehme ich Eis, wenn der noch nicht aktiv ist. So, da unten geht es theoretisch sogar noch weiter. Also wir können hier wahrscheinlich noch eine ganze Weile irgendwie Spinnen jagen. Oder wir gehen zurück und geben unsere Quest ab. So, jetzt bin ich wieder auf Eis. Ich brauche mehr Zeit. Und jetzt machen wir wieder Schatten. Und diese Falle, die ich jetzt hier manchmal lege, die diesen langen Cooldown hat von, ja, weiß nicht, 40 Sekunden, die hat auch die Eigenschaft, dass sie die Gegner anzieht. Und dann werden die alle an so einen Punkt gepult und wenn dann noch so Area of Effect Damage dazukommt, das ist natürlich wunderbar, wenn die alle an einem Ort sind. Und ich habe es gestern schon mal so ein bisschen erklärt, was so meine... Oh. Entkam aus dem Spinnennetzen und rannte. Kann ich sehen? Zu dunkel. Julius, kopflos, aber trotzdem. Höre, wie sie näher kommen. Okay. Also genau, was so grundsätzlich mein Plan immer ist, ich kann es dir nochmal erzählen. Ich habe halt diese beiden, diese Schatteninfusion und das Eis ist aber eher so, um die Gegner eben an Ort und Stelle auch zu halten. Das ist eher so sekundär, das ist nicht so wichtig. Aber diese Schattengeschichte hat halt den Effekt, wenn die sterben, während sie infiziert sind mit diesen Schatten, die haben ja diese lila Kruste dann explodieren die. Und durch diese Explosion
haben sie eine Area of Effect Damage, der dazu führen kann, dass eben umstehende Tiere auch explodieren. Oder zumindest mal sterben. Und dann ist immer mein Bestreben, so eine Kettenreaktion an Explosionen zu bekommen. Der Effekt leider hält jetzt nicht ewig an, muss man sagen. Dieser Schatteneffekt. Noch ein paar Sekunden. Oh, hier ist noch ein Boss. So, jetzt ist er vereist. Und so, auch noch ein kleiner Boss, den wir jetzt hier noch geholt haben. Topaz. Ist vielleicht in jeder Ecke. Da ist, glaube ich, noch eine Spinne da oben an der Wand gewesen. Die ignorieren wir jetzt mal. Vielleicht ist da hier... Das sieht ja auch aus wie so ein Dottersack, ne? Wie so ein Spinnenleib hier irgendwie. Hier diese kleinen Bubbles da. Das sind vermutlich sind da überall Endbosse, ne? Da oben könnte noch einer sein. Aber ich glaube, es gibt jetzt hier vermutlich nicht mehr so diesen einen fetten Grund, noch drin zu bleiben. Deswegen würde ich mal den Dungeon verlassen. Und kehre zurück. Was? Hey. Um unsere Nebenmission zu beenden. Kochender Topf. Den hat sie jetzt aufgebaut in der Zwischenzeit. Und mit unserem Spinnenkram können wir jetzt einen Trank machen, ja? Wahrscheinlich stirbt die. Nein. Aber nur so kann ich wieder nach Hause. Oh. Oh, Götter. Tut das weh? Oh Mann, die wird. Da, irgendwas Schlimmes passiert mit ihr. Sie wird jetzt hier nicht wieder eitel Sonnenschein, oder? Natürlich tut es weh. Ihr habt gekochtes Gift getrunken. Wer seid ihr? Lasst mich! Euer Blut ist entflammt. Ja. Schließt eure Augen und atmet langsam. Wie? Wer ist das? Eine Schamanin? Fragen könnt ihr später. Trinkt das zuerst, bevor ihr von eurem Kurzsichtigen... Hä? Was war das denn? Wieso endet die Zwischensequenz? Hallo? Mein Name ist Julius. Dieses Kind ist nicht... Siehst du, es hat große Kraft in sich. Es hat große Kraft in sich. Es wurde vom Sumpf erwählt, wie Jahre zuvor auch ich. Was? Ich? Ihr seid auserwählt, eine Hexe von Havesat zu werden. Aber ich kann nicht. Ich kann meine Mutter nicht verlassen. Sie ist krank. Sie braucht... Ihr könnt ihr in diesem Zustand nicht helfen. Aber ich verspreche euch... Sie wird jetzt hier schön rekrutiert. Harry Potter-Moment hier für sie. Anita. Ihr könnt vor eurem Schicksal nicht davonlaufen. Die Reise zur Ostküste muss sie jetzt machen. Okay, das erwarte ich mir aber so richtig geile Belohnung, was? Sprecht mit Vera, mit der Mutter jetzt nochmal. Okay, was genau? Ja, und er haut ab, oder was? Ich hab nicht genug Energie. Habt ihr gesehen, wie der Reitersmann einfach abgehauen ist? Dieser Feigling. Das ist ja das Mieseste, was ich je gesehen habe. Hier. Der haut auch noch ab. Unfassbar. Mann, ey. So. Jetzt explodiert er und gibt nur abgenutzte Stiefel. Na gut. So. Dann reden wir mal mit Vera. Ja, ja. Ihr helft ihr. Ich habe... Wo sind sie hin? Nein. Nein. Sie ist meine Tochter. Okay. Sammelt Anetas Andenken. Ich sollte das zurückbringen. Okay. Findet,
Findet die Frau. Ja, okay, ich sollte das zurückbringen. Das heißt, das ist dann die nächste Mission. Das ist hier. Ach, schau mal. Da war ich ja gestern auch schon, hab nichts gefunden. Vielleicht wäre da auch wieder irgendwas gewesen. Aber mein nächster Plan wäre ja, diesen Stützpunkt hier zu erobern. Da sind wir jetzt ja gar nicht so weit entfernt. Ich werde das hier schon mal markieren. Bevor wir jetzt wieder die lange Reise zurück antreten, werfen wir natürlich jetzt erstmal einen Blick. Was haben wir denn hier so? Erstmal, okay, das hätte ich besser nicht gemacht. Das hat mich direkt wieder Slots gekostet. Irgendwas, was ich direkt rausschmeißen will? Ne, nur geilen Scheiß. Und ist also, guck mal, die sind alle wahrscheinlich jetzt schon wieder richtig geil, ne? Ja. Sind schon interessante Sachen bei, in jedem Fall. Aber ich will jetzt nicht nach Hause gehen. Was ist das? Gibt es... okay. So, wir haben erstmal ein Level Up. Das machen wir mal zuerst. Und ich wollte ja so ein bisschen diese Energieregeneration vorantreiben. Das können wir... Das hier zum Beispiel, genau. 20%ige Chance, Energie zurückzuerhalten. Wenn ihr nicht physischen Schaden verursacht, besteht eine um 5% erhöhte Glückstrefferchance. Ja, das geht aber nicht um Energie. Und mein Ultimate stellt auch wieder Energie her, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ja, das ist erstmal dann das hier, ne? Machen wir mal Energie, alles ein bisschen in Energieregeneration. Genau, und jetzt gehen wir dahin und versuchen das irgendwie. Obwohl, ich kann ja auch easy mit einem Town Portal. Ich muss ja gar nicht. Was ist das? So. Ich mache ja gleich einen Town Portal. Und dann kümmere ich mich mal um meine Reichtümer, die ich bisher eingesammelt habe. Aber erstmal gehen wir noch ein bisschen. Ich habe nicht genug Energie. So. Keine Zeit jetzt, mich mit euch rumzuschlagen. Ich will jetzt ein neues Town Portal freischalten. Das ist unser Auftrag. Ich würde mich freuen, wenn mich die hiesige Flora und Fauna einfach mal in Ruhe lassen würde. Ich will ja auch nichts von euch. Ich gehe hier auf dem regulären Weg. Das ist die neutrale Zone. Ich finde, so ein Weg müsste eigentlich... Da müsste man eigentlich sicher sein. Das ist das Agreement. Hier wird man nicht angegriffen. Nur wenn man den Weg verlässt. Fände ich nice. Okay. Ich höre es schon wieder kraxeln da. Hier, da sind ja diese komischen, völlig wahnsinnigen Okkultisten. Guck mal, wie der mir hinterherläuft. Schaut euch das mal an mit seinem gezückten Dolch. Warte, warte, warte! Was glaubt er denn, wie doof ich bin? So, hier ist dieser Stützpunkt in der Nähe. Da gehe ich mal hin. Lässt diesen Ort verrotten. Oh ja. Jetzt mache ich mal ein Town Portal. Bevor ich jetzt hier kämpfe. Und komme dann hier gleich zurück. Smooth. Smooth, smooth, smooth. Herzlichen Dank. Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz in Ruhe, was haben wir hier irgendwie Geiles. Die blauen gucke ich mir gar nicht mehr an. Der ist ganz interessant. Schaden des Typs Gift, Fertigkeit des Typs Meucheln. Ja, die sind natürlich alle echt nicht schlecht. Auch der ist hier wieder deutlich besser. Benommen, verlangsamt, Verletzte. Der ist auch besser. Die Boots. Gute Boots. So, ich verkaufe den Scheiß trotzdem. Wo ist mein da? Ne, doch, da ist der Schmied. Wie komme ich da ein bisschen? So, genau. Verkaufen bzw. verwerten. Alles Blaue wird ungesehen verkauft. Ja, nur her damit. So arrogant bin ich mittlerweile. Und was kann der? Ein paar Sachen können wir auch mal. Wir müssen nicht immer alles direkt verwerten. Wir können auch mal gucken, dass die. Hier, dafür kriege ich hier 10.000 Öcken und so, ne? Das ist auch nicht schlecht. Bislang habe ich Geld eigentlich noch nicht wirklich gebraucht. Also ab und zu mal, wenn man stirbt und das auch häufiger, dann. Abgemacht. Oh, das hätte ich, na, das war Quatsch, das hätte ich verwerten müssen. Die sind schon alle, ich sehe das, ne?
Die können auch aufgewertet werden, plus da ist noch ein Sockel. Also das Ding hier würde deutlich mehr Schaden machen. Das ist gar keine Frage. Ich kann das ja mal ausrüsten. Das wäre jetzt, warte, 314. So, wenn ich jetzt mal sage, Angriffsstärke ist immens, sehr viel höher. Es ist eigentlich total dumm, das jetzt nicht auszurüsten tatsächlich. Also der hier... Und ich krieg auch für meinen Ultimate... Ah, der ist schon nicht schlecht. Ehrlich gesagt. Und ich kann quasi Basisfertigkeiten... Der ist ja auch gesockelt, also das kriege ich auch. Ja, das Ding ist schon besser, muss man einfach so sagen, ne? Da verliere ich halt mein Schraubkling-Ding. Also ich mache einfach mehr Schaden, wenn ich den nehme. Das muss man leider so sagen. Und zwar deutlich. Dann machen wir das jetzt mal. Diese eine Geschichte gönne ich mir jetzt mal. Und... Ja, die macht auch mehr Schaden, aber jetzt nicht so viel mehr. Also das andere war schon besser. 314. Das kann weg. Guck mal, hier auch deutlich mehr Schaden. Aber Infusionseffekte sind halt einfach... Das ist... Ach Mann, ich will meinen Infusionseffekt nicht verlieren. Das ist einfach zu gut. So, aber den Rest... Weg damit. Da haben wir's. So. Ich behalte den Dolch natürlich, ist klar, für die Infusion. Wo ist mein... Oh Gott, die Truhe ist so weit weg. Hier entlang. Nimm den Aspekt unbedingt von der Waffe mit der Schraubklinge. Das ist der wichtigste Aspekt deines Builds. Ja, echt? Ja... Ja, ja, okay. Das, du meinst, der ist wichtiger als... gut, ich könnte das ja auch theoretisch den hier austauschen, ne? Aber ich finde halt auch das mit Infusionseffekten. Ich benutze halt super viel Infusionseffekte. Und wenn die halt gegen verwundbare Gegner 40% effizienter sind und ich habe halt quasi ja noch mein Main-Skill, Einstich und... Warte mal. Genau. Und Einstich macht die Gegner verwundbar. Also das ist so eine geile Kombo. Ihr seht, ey, das ist... Das Ding ist, diese Aspekte sind so geil. Das ist halt für mich total schwer einzuschätzen. Ich meine, ich habe derzeit noch keine Probleme. Klar, mache ich hier deutlich mehr Angriffsstärke. Also von 564 auf 642. Das ist erstmal eklatant. Plus das Ding ist noch nicht aufgewertet. Und ich habe noch einen Sockel, den ich da reinsetzen kann. Also ich kann da die Angriffsstärke nochmal mehr erhöhen. Und, ihr wisst, was ich meine. Da weiß ich nicht genau, wie das zu priorisieren ist. So ist jetzt dieser Effekt mehr wert als dann 100 mehr Damage? Schwer zu sagen. So, die kommen erstmal wieder hier raus. Da fehlt mir, das kann ich nicht einschätzen tatsächlich. Genau, da können wir, warte mal, der gibt jetzt Schaden für die Basisfertigkeiten, wenn ich den jetzt mal sockel. Weiß gar nicht, ob das überhaupt, ne, wird gar nicht mit einberechnet, ne? Bleibt bei 642. Brauch mir aktuell keinen Kopf machen über Legend. Ich nehme das andere Ding mal einfach mit. Und probiere jetzt mal das, was wie gesagt noch nicht mal aufgewertet ist. Ich kann es beim Schmied auch theoretisch noch einmal aufwerten. Aber das ist auch, wie gesagt, es kommen in einer Frequenz neue Waffen dazu. Man braucht die so selten. Man hat die so selten so lange, dass sich das
alles lohnt, super viel da reinzustecken hier. An Ressourcen. Kann ich mal gucken. Wenn ich das aufwerten will, das kostet mich ja gut Steine. Hier habe ich ohne Ende. Aber mittlerweile habe ich auch viel Silber. Das ist gut zu wissen. Jetzt macht er noch mehr Schaden. Das kriegen wir sogar noch. Guck mal, das ist natürlich dann echt. Genommen. Und Uli. Ja. So, ich werte die jetzt mal voll auf. Und wenn wir schon dabei sind, Sachen aufzuwerten, ich habe ja noch einige, die ich noch. Ah, nee, da fehlt mir was. Okay. Kann ich noch einen Legendary noch weitermachen? Das, den, die Armbrust. Glaube ich, kann ich noch einen. Ja. Aber sonst. Und die andere, das andere Messer da. Die Schmiede ist bereit, wenn ihr sie braucht. Könnte ich auch aufwerten. Ich weiß gar nicht, ob sich das irgendwie. Na, ich verliere das Ding ja eh, wenn ich den Aspekt habe. Ne? Aber das könnte ich auch noch einmal aufwerten. Kostet mich. Etwas so Edles ist selten. Machen wir das jetzt einfach mal. Ich probiere jetzt mal diese neue Waffe aus. Und. Achso, ich will ja quasi übers Town Portal zurückkehren. Und dann jetzt mal versuchen, ob wir alleine ohne Hilfe. Den Stützpunkt hier clearen können. Mal gucken. Hi Leute. Wahrscheinlich hier nur die Vorhut. Ich brauche mehr Zeit. Oh, das ist mein Eis-Infusion. Oh, hier die Nargani. Okay. So. Komm ich hier rein irgendwo? Nope. Okay. Hey, wer bist du? Sehen wir uns persönlich? Guck mal, jetzt habe ich nämlich dieses Schraubklingekreisel nicht mehr. Deshalb der Skill Schraubkling natürlich ein bisschen abgewertet wird. Aber normalerweise bekomme ich. Wenn ich so drei Schläge mit den Schraubklingen mache, das ist dieser hier. Wenn ich davon drei mache, bekommen mal diese kreisen nochmal so die Klingen um mich zurück, um mich rum. Das ist nochmal ein zusätzlicher Effekt. Was ist denn hier passiert? Ey, die sind alle zu Stein geworden, oder was? Das muss einen Zweck haben. Ich sollte nach weiteren Ausschau halten. Hier werde ich abgeballert, ey. Okay. Ultimate gezündet. Der Cooldown des Ultimates wird reduziert, wenn wenn den Gegner killt. Die Musik erinnert mich so krass an Dark gerade einfach. Hätte ich mir mein Ultimate mal besser aufgespart. Ne? Oh, da explodieren sie alle herrlich. Ich brauche mehr Zeit. So, zu Eis, zu Eis, zu Eis. Ah, die wollen wir mal hier befreien. Hi, gefangene Opfer. Ich werde nicht fallen. Ich werde nicht fallen? Okay, ja, hoffentlich. Aber wollen die mir jetzt helfen, oder was? Okay, das begeben die sich aber in große Gefahr. Nicht, dass die jetzt meinetwegen sterben. Ja, dann sterben sie wenigstens mit einer Waffe in der Hand und nicht gefesselt an einen Pfahl. Das ist ja eigentlich auch besser so. So, kommt Leute. Alle tot. Gut. Das ging schnell. Jetzt habe ich natürlich irgendwie auch so ein Bedürfnis, die zu schützen hier, die Leute. Hier ist nichts mehr. Hier geht's aus dem Kreis raus. Ich bin noch nicht bereit. Was haben wir hier?
große Güte. Da haben sie sich hier aber richtig im Gebüsch aufgestellt. Ich habe die Wahnsinnigen in Ingovani verfolgt und beobachtet. Die sind gleich tot, die Leute. Zwar scheinen die Kultisten gelernt zu haben, unter den Schlangenmenschen zu leben. Doch sie scheinen lediglich in einer gegenseitigen Beziehung zu kooperieren. Wir versuchen natürlich jetzt echt die beiden zu retten irgendwie. Ich glaube, die werden es nicht schaffen. Die sind zu schwach. Ich werde in die Höhle. Nur Außerwählte dürfen das heilige Land betreten. Ah. Bin schon tot? Noch nicht bereit. Ja. Ich glaube, meine Begleiter haben es nicht geschafft, oder? Ne, die haben es nicht geschafft. Schade. Ich wusste es, dass sie es nicht schaffen werden. Ist das einer von denen? Weiß es nicht. Na gut. Sie hatten aber einen würdevollen Tod, das muss man sagen. Sie haben bis zum Schluss gekämpft. Und haben sich nicht einfach abschlachten lassen. Sie waren mutig. Ach du meine Güte, was bist du denn? Was ist denn das jetzt wieder für ein Mist? Wie hat der sich denn da... Wie ist der überhaupt in diese Hütte gekommen? Dahinter, seht ihr das? Wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Hat sich von der Decke fallen lassen. So, wie viele von diesen Schlangenaugen gibt es denn hier noch? Eins noch oder was? Ich bin noch nicht bereit. Eins noch wahrscheinlich. Diese Tür zeigt es doch an, ne? Dann gehen wir mal hier hoch und dann rechts oder was? Hi. Ei, gibt's hier viele von diesen Wahnsinnigen. Wo ist die Stimme der Vernunft, die denen sagt, dass das nicht in Ordnung ist? Wo haben wir denn das letzte Auge? Hier ist doch was Schönes. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Wer ist hier eigentlich der Oberboss von den Typen? Wird aufhalten, ne? Oh Gott, jetzt kommt mir so eine Schlange an. Schlangenmann. So, letztes Auge. Und jetzt müsste diese Tür da irgendwie aufgehen, oder? Ich brauche mehr Zeit. Die wir da gerade gesehen haben. Und muss ich dann noch gegen den Endboss kämpfen? Oder habe ich dann das Dorf schon befreit? Überlege. Oh Gott, jetzt muss ich eine Minute den Ansturm überleben. Dann mache ich das doch. Bis das Tor sich öffnet oder was? Aber wo bleiben sie denn? Und bislang sehe ich nur diese kleine Schlange. Das ist euer Ansturm jetzt oder was? Okay, also bislang komme ich noch ganz gut klar. Ich bin noch nicht bereit. Ihr Wahnsinnigen! Ihr werdet den Preis bezahlen! Ich bin noch nicht bereit. Für eure Taten. Guck mal, so eine Riesenschlange hier. Geht. Ja, das ist die letzte, die noch lebt hier. Der elendige Langzahn. Okay. Sehr gut, dann können wir jetzt das Tempelinnere betrachten. Nee, du darfst da nicht rein.
die halten einiges aus, auf jeden Fall. Ach du meine Güte. Sieht so geil aus, wie so ein Eis erstarrt und diesen Zapfen da. Ganz schön mächtig, die Typen. Diese Nagerzähne. Also ich muss noch da oben zu diesem Kreis. Oh, oh, ich muss mich mal heilen. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Oh, die kommen von allen Seiten, ne? Die umzingeln einen. Oh, von hinten auch noch so ein Dickmops hier. Ach du meine Güte. Ich bin noch nicht bereit. Oh, weg da aus diesem Strahl. Okay. Wir kämpfen uns vor. Gleich sind wir da. Was ist das hier noch? Schlange Nagari. Die hat sich da im Gebüsch versteckt. Hat ja auch nichts gebracht. Aber smart, dass sie versucht hat, sich vor meiner Rache in Sicherheit zu bringen. Wenn Heidi Kabel einmal sauer ist, dann dann gute Nacht, Bestien. Oh, ey, 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 lass mich mal los. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Das Orakel fällt auch. Oh, wir müssen auch ein bisschen aufpassen hier. So, jetzt holen wir uns da vorne erstmal den Heilbrunnen. Und jetzt sind wir hier da, wo wir hin sollen. Hier muss jetzt wahrscheinlich ein Endboss auf uns warten, nehme ich mal an. Deswegen gibt es ja auch... Jo, da bist du. Okay, das war jetzt unnötig. Ich brauche mehr Zeit. Wow. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Etwas später. Ey, der ist ganz schön tough. Der Typ. Den macht man wahrscheinlich in aller Regel nicht alleine. Ich brauche mehr Zeit. Oh Mann. Ich brauche mehr Zeit. Eieieiei. Wow! Oh, hoffentlich ist sie nicht wieder auf Null gesetzt jetzt. Die Frau. Oh nein, aber die Gegner sind alle weg hier, oder? Ja. Sagen. Ja, die ist schon recht. Warum? Diese vorwitzige. Kleine Reptilienbrut. So. Wenigstens ist der Weg geklärt. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob die jetzt wieder bei No. Oh nein, sie ist wieder voll. Okay. Das ist total dumm. Ich habe auch noch so Drinks, die, ne? So Potions, die ich noch nicht benutzt habe. Und vor allen Dingen, ich muss mir überlegen, ob ich mal. Oh Mann. Ich muss eigentlich diesen einen, wenn er auf mich zuspringt, das ist der Move, da muss ich mir meine
Kontrolle aufbewahren für. Ich bin noch nicht bereit. Oh boy, den meine ich. Den muss ich antizipieren besser. Jetzt komme ich nämlich wieder nicht weg. Und ich muss, ja, eigentlich muss ich einen Movement Skill irgendwie haben. Die treffen mich ja einfach original alle, ne? Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Eine Klinge gesprungen. Jetzt hole ich mir mal hoffentlich das. Ah, ein langer Kampf, Mann. Ich muss ein bisschen aufpassen. So, da hat sie wieder. Ich bin noch nicht bereit. Yes. Oh, ein Legendary Ring. Sehr gut, jetzt haben wir das geklärt. Das hat eine Weile gedauert. Und ist das jetzt meine Stadt hier oder was? Ah ne, muss ich nochmal nach unten, ist irgendwas? Heieiei, oder? Das hat eine Weile gedauert. Was haben wir denn hier für einen geilen, oh, der ist sogar gesockelt. Was hat der denn? Eure Schattenklone imitieren außerdem die auf eure Fertigkeiten angewandten Infusionen. Wenn ihr eine Infusionsfähigkeit wirkt, verursacht euer aktiver Schattenklon 5 Sekunden lang 12% mehr Schaden. Oh, geil. Oh, 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 das ist natürlich auch eine gute Idee. Diesen Ultimate mal auszuprobieren. Denn ich habe ja, diese Falle ist ja mein aktiver Ultimate und dieser Schattenklon ist die Alternative zum Ultimate, den ich habe. Aber solange ich den Schattenklon nicht habe, ist natürlich jetzt dieser Aspekt für mich nicht so wichtig. Das funktioniert ja nur, wenn ich den dann auch nutze. So, jetzt muss ich nach da unten und mal gucken, ob ich jetzt diese Stadt geklärt habe. Offensichtlich ja noch nicht. Ey, habt ihr nicht mitbekommen, dass es hier ein neuer Sheriff in der Stadt ist? Ihr könnt euch jetzt einfach der Realität stellen und euch unterordnen. Unfassbar, ich habe gerade diesen riesen langen Zahnpfad gemacht. Was wollt ihr denn jetzt noch von mir? Gibt's doch nicht. Ich albern. Hier muss ich jetzt irgendwas machen, hoffentlich, und dann gehört die Stadt endgültig mir, oder was? Glocke schlagen, genau. Oder schreien. Da. Jawohl. Wir haben den Wegpunkt. Viresh freigeschaltet. Starke Leistung. Plan ist aufgegangen. Ist jetzt aber nicht irgendwie so eine große besiedelte Stadt, was natürlich. Hi, hi. Kultisten oder Kreuzritter. Dieses Dorf wird wohl nie wieder uns gehören. Doch, ich hab's doch gerade für euch
Habt ihr das nicht mitbekommen, was ich gerade gemacht habe? Das ist eine Enttäuschung. Niemand jubelt mir zu. Das Ding ist sogar schon aktiv. Achso, guck mal, hier wohnen sogar ein paar Leute jetzt. Schmied und alles. Okay, also. Das kann, glaube ich, alles weg, ne? Die Bex ist hier ganz interessant, tatsächlich. Ja, gar nicht so schlecht. Trotzdem alles weg. Was kann man noch verwenden? Alles weg. Alles weg. So, ich weiß gar nicht, gibt es einen Bonus, wenn man auf jedem Slot Legendaries hat? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey. Nee. So, jetzt. Jetzt habe ich auf jedem Slot, warte, jetzt. Geil, es gibt ein Achievement. Haha, schau. Welches war das? Ich habe irgendwas hier, war das eine Sammlung? Da, heißt Herausforderung. Was krieg ich dafür Geiles? Legendärer Held, was krieg ich denn jetzt dafür? Das hier. Das ist einfach nur so, oder was? Krieg ich nichts für, ne? Das ist einfach nur, um zu sagen, hier geil, guck mal, was ich hab. Ein Titel? Vergoldete Regentin, Spielertitel. Okay. Wo kann man nochmal diesen Spieler... Ach, da oben, bei Profil. Kein Titel ausgewählt. Da. Was habe ich denn hier für Titel? Wo kann ich denn den Titel machen? Titel. Oh, guck mal hier. Oh, das sind unsere Titel. Agile, Bernstein, Gelbe, Bewegte, Blaue, Durchtriebene, Eilige, Eiserne. Ah, Präfix und Suffix. Erfahrene, erhabene, erste, faulige, gelehrige, glücksbringende, kleine, lebhafte, mächtige, magische, nachtumwirkte, potente, rasante, ruchlose, standhafte, seltene, vergoldete, das ist neu, die vergoldete, die tödliche, Bürgerin. Okay, sind die krasseren ganz unten oder was? Die Ziege. Die vorbereitete Ziege oder was? Ich bin die... Die vorbereitete Ziege, das bin ich. Die Schwindlerin, Schmiedin, Schlechterin, Rüpelin, Regentin. Man müsste natürlich mal wissen, was das auf Englisch ist. Die meisten spielen es ja auf Englisch. Da wird das vielleicht dann auch an Witz verlieren, tatsächlich. Aber ich finde ja Ziege irgendwie ganz lustig. Die vergoldete Ziege. Das erinnert mich an so ein Märchen. Die tödliche Ziege. Die ruchlose Ziege, die rasante Ziege, die potente Ziege, die mächtige Ziege, die lebhafte Ziege, die kleine Ziege, die faulige Ziege, die erste Ziege, die eilige Ziege, die agile Ziege, die vorbereitete, vergoldete Ziege, die vergoldete Ziege, nein, die Ziege ist rasant und sie ist standhaft, die standhafte Ziege, sie aber, das ist die lebhafte Ziege. Die lebhafte Ziege. Was habe ich hier für Embleme? Wo sehe ich das Emblem? Das Emblem ist ja eigentlich nicht so wichtig. Da gibt es ja nur drei zur Auswahl. Die sind jetzt alle nicht besonders geil. Ich brauche kein Emblem. Ich bin die lebhafte Ziege. Oder so. So was in der Art. Okay, jetzt habe ich dieses Achievement, jetzt kann ich ja das wieder austauschen, im Grunde. Und das Ding war auch... Oh, warte mal, so viel besser ist das gar nicht. Die ist ja gar nicht so... Wieso habe ich denn das Ding noch gehabt? Achso, ich habe gerade erst den neuen Ring erhalten, deswegen. Okay. Super! Da haben wir ja richtig hier was geleistet heute schon. Wollen wir irgendwas...
dann viel Glück euch. Dankeschön. Sehr nett. Also wir können nochmal dann das Teil hier wieder verwerten. Und haben wir hier eine. Nö, haben wir nicht. Kein Haus für uns, nur ein Stützpunkt. Ja. Also, und da geht's jetzt weiter mit der nächsten Quest. Findet Aneta. Können wir eigentlich machen, ne? Also, was ist hier in der Nähe? Sonst nix, ne? Das ist das Einzige, was hier in der Nähe ist. Aneta finden. Dann würde ich sagen, wir brechen auf. Ich hoffe mal, die sind ja alle, guck mal, die Dankbarkeit hält sich echt massiv in Grenzen. Das finde ich irgendwie blöd. Ich hätte mir irgendwie erwartet, dass die mich hier auf Händen tragen, Plakat hochhalten, yeah, eifrige Ziege, wow, wie krass du bist. Irgendwie sowas in der Art, aber nope. Nichts dergleichen. Also dann auf zur nächsten Nebenquest. Wir haben jetzt auch noch diverse Hauptquests offen. Wir sind jetzt einfach mal in den Süden gestern gelaufen, gestern Abend, weil ich einfach Bock hatte, ein bisschen zu exploren. Und hier sind noch diese ganzen Hauptquests. Die sollte ich vielleicht erstmal machen, bevor ich mich hier im Süden... Warum eigentlich? Wieso mache ich das eigentlich? Ich greife irgendwie vorweg. Ich glaube, ich sollte erstmal die Story machen. Vielleicht machen wir gleich mal Hauptstory. Wieso bin ich denn überhaupt so wild auf Nebenstories? Aber so spiele ich halt immer Rollenspiele. Das sieht geil aus, oder? Das Wasser hier. Ich bin so ein Nebenstory-Typ. Hi, Leute. Ich bin auch gar nicht euretwegen hier, muss ich sagen. Sondern wegen einer Nebenquest. Mit euch gar nichts am Hut. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann einfach durchlaufen. Das sehe ich alles nicht. Die halten mich nur auf. Oh, hier ist ein Event. Event nehme ich gerne mit. Hatte ich das gestern schon mal gemacht, eventuell? Wahrscheinlich, ne? Kann ja viel fordern, wenn der Tag lang ist. Fordern sie, sagen sie. Wie Waage kommen denn hier eigentlich? Okay, ich muss ja immer alle platt machen hier, diese. Oder was? Die Obelisken oder was? Zerstören einfach? Ja. Der verdammt da noch aus. Und... Nein, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab mich einfach nicht geheilt, ich Trottel. Nein, 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 nein. Oh, ist das einfach ärgerlich. Mein... Oh, no, 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 no. Nicht aufgepasst. Kann ich das Event noch abschließen? Ja, oder? Ich hatte es doch eigentlich schon. Noch nicht bereit. Ei, 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 ei. Yes, okay. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich das Event verloren habe. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend. Ich sag's, wie es ist. Oh. Nicht so schlecht. Was? Wer bist du denn? Wer ist das?
Ein Zombie. Oh nein, die hat diese Krankheit. Oh nein, die arme Frau. Sie ist von dieser Krankheit belästigt worden, die die alle hier haben. So, das machen wir jetzt noch. Und dann kümmern wir uns mal um Hauptquest. Da hänge ich total hinterher an diesem. Bei dem, worum es eigentlich geht. Diese giftige Fliege, die die so ausspeien, das ist wirklich hart nervig. Gibt's schon immer bei Diablo. Eine Art. Oder die andere. So. Geht. Die Rostschwämme. So, und hier. Müssen wir Aneta finden. Aneta, wo bist du? Wo kann sie sich denn befinden? Überall, ne? Oh, da hätte ich schon mal irgendwas stöhnen. Das klang nach Aneta. Aneta stöhnt immer so viel. Oh, da ist sie doch schon direkt. Lass mich raten. Was ist sie denn da so gefangen? War das irgendein Ritual oder was? Habe ich ihr das jetzt unterbrochen? Du bist Aneta. Was ist los? Ja, danke. Bitteschön. Mir geht es gut. Nur wenn ignorante Gäste, die es gut meinen, damit spielen. Sind die Stimmen schon leiser, Aneta? Könnt ihr sie bereits verstehen? Es tut immer noch weh, wenn sie sprechen. Sie reden alle durcheinander. Wir entschuldigen uns nicht für Dinge, die außerhalb unserer kommen. Irgendetwas entzündet immer noch euer Blut. Es gibt nur noch eines, das wir versuchen. Na, was ist das jetzt? Hallo? Und was ist das? Was müssen wir tun? Es ist uralte Magie, die ihr Blut beruhigen wird. Es wird wehtun. Ja, alles tut ihr immer weh. Ist. Gut. Geht und holt 4 aufgedunsene Lebern von den verfaulenden Tieren in der Wildnis. Sorgt euch nicht. Ich kümmere mich darum. Nee, ich kümmere mich darum. Du holst ja nicht die Lebern. Ich hol das. Ich hätte nichts gegen etwas Gesellschaft. Gut. Sobald ihr fertig seid. Wie die einfach über mich verfügen. Ungebändigte Magie schwächt den. Aneta hat nicht versucht, Dämonen zu beschützen. Ich bin eine Hexe. Eine Dienerin des flüsternden Baums. Manche werden gerufen, andere. Okay. Naja, dann machen wir das mal. Dann, ach du meine Güte, schon wieder so weit. Ja, komm, dann machen wir das jetzt. Ich helfe dir noch und dann machen wir Hauptquest. Dann habe ich genug in diesen Sümpfen rumgelungert hier. So, hol dir mal deine faulen Herzen. Ich pass auf dich auf. Oh Gott, ist ja auch noch alles nass. Hi. Tja, so viel zum Thema Barrikade. Guten Tag. Tschüss. Ich bin noch nicht bereit. Oh nein, da kommen so, die schälen sich da einfach aus dem Boden. Wieso können die das? Die sind eigentlich viel zu dick dafür. So, weiter bitte. Wir haben noch nicht eine Leber hier gefunden. Was ist das? Oh, wow.
Wo sind die verfaulten Kadaver? Wir brauchen die Leber. Beziehungsweise, ja, doch, ja. Da steht vergiftete Herzen, aber gemeint sind Lebern. So, da faul die da mal raus. Seid nicht so streng mit Gulias. Sie war gut zu mir. Ich lerne Heilmethoden, die ich nie in einem Buch gefunden hätte. So, hast du jetzt? Ja, weiter geht's. Ich brauche mehr Gut, gut, gut. So, wo ist der nächste Kadaver? Ekelhafte faulige Wespe. Oh, Level up. Das können wir gleich schön mal auswählen. Ist das nicht ein... Nee, das akzeptiert sie nicht als Kadaver. Da komme ich nicht durch, oder was? Wir gehen mal nicht außerhalb des Kreises. Bringt mir gar nichts. Gehen wir diesen Weg zurück. Alright. Bap, bap, badap, bap, 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 bam und guck mal, hier sind so Silbererz, das nehmen wir immer sehr gerne mit. Das brauchen wir für diese Upgrades. Die ganze Zeit. Ey, da reitet einfach jemand durch meinen Quest durch. Genau hier. Was? Wo? Wo denn? Das reicht. Hier das Ding, ne? Ja, ja, wir auch schon gesehen. Das war nicht unbedingt einfach. Das ist erst das zweite. Sie glaubt, dass ich Dinge schaffen könnte. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich es vielleicht kann. Sehr schön. Waage. Noch zwei Kadaver. Wo seid ihr? Ekelhafte, stinkige Sumpfkorpse. Was ist das denn hier? Das ist ein Dungeon. Was ist das für ein Dungeon? Der Totenbeschwörer, der interessiert mich nicht. Hier ist sogar noch ein Event. Das kann ich ja eigentlich sogar vorziehen, oder? Oder? Wie sieht das hier aus? Töte die Monster, die das Gefäß stören. Das mache ich gerne. Wie sind denn das? Ach du Scheiße. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss einfach nur richtig sammeln hier. Also ich krieg immer Zeit dazu, oder was? Oh, ich muss einfach nur kämpfen die ganze Zeit. Okay, 21. Oh, ich sterbe! Oh, aus irgendeinem Grund habe ich überlebt. Ich bin noch nicht bereit. Oh, das war knapp gerade. So, was? Und jetzt? Toll. Zu wenig. Finde ich. Hätte ich mehr verdient gehabt. So, Kadaver, Kadaver, Kadaver. Abracadaver, wo bist du? Ich bin noch nicht bereit.
Wer ist sie denn hier schon? Eine schleudernde Brandschatzerin. Ihre kleinen, eifrigen Helferlein, die Schleicher. Ja, die seht, ich kämpfe gerade. Die Anspruchshaltung ist immer so krass. So, jetzt hol dir den Karaba, wo ist er? Da hinten. Schildkröten sind da auch. Danke, dass ihr mir meine. Ach, diese Anaconda. Okay. Sie war ein Geschenk meiner Mutter. Tief in ihrem Inneren liebt sie mich noch. Mhm. Geht auch viel so Mutterliebe, ne? In der Hauptquest ist es ja auch so, dass es da so um diese Mutterliebe geht. Ich bin noch nicht bereit. Alles klar. Kleine süße Schildkröte lasse ich leben. Die hat mir nichts getan. Da. Seht. Endlich können wir hier raus aus dieser ekelhaften Pampe. Dann kann ich nach Hause gehen. Wie hätte die das denn eigentlich allein überleben sollen ohne meine Hilfe? Das ist mir völlig schleierhaft. Gehen wir zur verborgenen Lichtung. Was? Wieso denn jetzt auf einmal dahin? Ich denke jetzt zurück nach Hause, das Ritual machen. Weißt du, die fangen an mit, oh, kannst du mir helfen, irgendwie so diese Herzen zu sammeln? Ja, okay, kein Problem. Und dann, ja, jetzt als nächstes dahin. So als wenn man jetzt für deren komplettes Leben irgendwie zur Verfügung steht. Ich finde das ein bisschen übergriffig. Ich habe noch eine Hauptquest zu absolvieren. Und ich habe nicht mal ein Pferd. Und das ist das eigentlich Schlimme. Ich habe nicht mal ein Pferd. Ich komme mir richtig albern vor. Hier laufen die ganze Zeit so andere Leute mit Pferden durch die Gegend und ich laufe zu Fuß. Das ist richtig peinlich. Aber so ist es halt, wenn man nur Nebenquests macht, dann kommt man auch nicht weiter, dann kommt man auch nicht an Pferde ran. So, letzte Nebenquest jetzt hier. Verborgene Lichtung. Das Pferd könnte ich längst haben, echt? Ja, ich muss da irgendwelche Sachen noch machen, die habe ich noch nicht gemacht. Anita. Ah ne, da ist sie ja wieder. Lebern in die Schale. Wenn ihr soweit seid, fangen wir an. Wir sind bereit. Gut. Der Ritus ist einfach. Ich werde Tier hierher bringen. Und ihr werdet sie beim Altar töten. Anita. Oh, ich... Wie soll denn das... Guck mal, das meine ich wieder, ne? Ohne mich könnten die das doch gar nicht. Das würde ich doch gar nicht schaffen ohne mich. Wer soll denn die Tiere sonst töten? Das kann ja nur ich machen. Und dann tun die so, als wenn... Ja, okay, ja... Ich bin doch die Hauptperson in diesem Ritual. Die müssen sich doch irgendwie abgesprochen haben, dass sie irgendjemanden brauchen, der das für sie erledigt. Ich bin doch die eigentliche Quest. Oh, die Schale voll jetzt. Genug. Das reicht. Okay, dann... Soll ich noch irgendwas machen für euch? Ihr könnt aus der Schale. Oh, muss das denn sein? Oh, ist das ekelhaft. Sie betreiben finstere Ketzerei. Wo kommt ihr denn jetzt her? Mutter. Ja, die Arme. Was ist hier? Was? Diese unwissenden, kleingeistigen Gutbürger. Was ist los mit euch? Lasst doch mal die Frau in Ruhe. Ihr liegt falsch. Goliath hat... Wie könnt ihr es wagen, eure Stimme gegen mich zu erheben? Ihre Seele gehört jetzt den Dämonen. Tötet Leute, sie alle. Ich bin auch noch da. Oh Mann, das... Es tut mir echt leid, das ist... Eure Schuld. Ihr habt diese verfluchte Kreatur zur Welt gebracht. Stopp, 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 stopp. Hey, non... Nein, stirbt. Ey, Kommunikation ohne Gewalt. Gewaltfreie Kommunikation.
Ja. Nicht deine Schuld. Nein. Jetzt bleib doch mal stehen. Ach Gott. Jetzt bleib doch einfach mal stehen. Du bist ja so eine komplizierte, eingeschnappte Person. Jetzt muss ich wieder Aneta hinterherlaufen. Das ist ja unglaublich. Was für ein Familiendrama sich hier... Ja, ist jetzt gut. Wo ist sie jetzt hin? Ach Gott, jetzt ist sie da ganz hinten. Ach. Wenn mich wenigstens die hiesige Flora und Fauna jetzt einfach mal in Ruhe lassen könnte. Ach, was matschen die da ein? Ja, du kümmerst dich um die, das finde ich eine sehr gute Idee. Ich habe keine Zeit. Verdammt, hört auf, gegen mich anzukämpfen. Ich höre die Mutter schon wieder röcheln. So. Hier ist Questgebiet. Hier ist Questgebiet. Tschüss. Eine Schwäche. Mutter, hör mir zu. Hört auf. Ich darf nicht mit ihr reden. Dann loot ich die Kiste halt. Wir zoomen mal rein. Schon wieder so ein Drama ist. Schon wieder sehe ich eine junge Frau um ihre Mutter trauern. Das ist doch... Hier das Leitmotiv dieses Spiels. Aneta, es tut mir so leid. Das ist nicht fair. Ich wollte ihr nur helfen. Aneta, niemand hätte eurer Mutter noch helfen. Da schleicht sie wieder dazu. Keine meiner Taten hat je geändert, wie sie mich sah. Für sie. Liebes, man kann niemanden retten, der sich gegen den Wandel wehrt. Eure Mutter hat lange vor eurer... Die Stimmen. Was? Jetzt sind sie still. Ach, ernsthaft? Ich muss jetzt gehen. Ist das jetzt ein gutes Ende, oder? Ich meine, die Mutter war echt knarzig und verbohrt. Das war so eine Hänsel- und Gretel-Mutter. Dann muss ich wieder zur Hütte zurück. Die war halt auch einfach komplett resistent gegen irgendwelche Entwicklungen, die nicht ihr Weltbild bestätigen. Deswegen kann ich, also traue ich jetzt nicht um diese Frau. Sie war alt und... verbittert. Und außerdem haben die uns da angegriffen in der Höhle und wollten uns töten. Von daher selber schuld. Hallo. Aneta ist schon fort. Oh. Ihr werdet sie nicht wiedersehen. Warum? Nach allem, aber was ich... Sie hat einen Brief für euch hinterlassen. Da, auf dem Tisch. Ja, hoffentlich auch klingende Münze dann. Es tut mir leid, dass ich mich nicht verabschieden konnte. Der Chor von Stimmen rief mir zu. Und ich musste antworten. Ich habe Gulyas gebeten, die Leiche meiner Mutter nach Zabinzet zurückzubringen. Sie hat nur kurz protestiert. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Mit ihr habt Rare mich Items. So oft vor Gefahren beschützt. Mich. Ein Mädchen, das ihr kaum kanntet. Ich verspreche, dass ich diese Chance nutzen werde, die ihr mir gegeben habt. Ich weiß, es ist nicht viel. Aber nehmt das als Andenken. Von ganzem Herzen. Danke. Gerne. Es wäre übrigens cool, wenn das so ein bisschen Dark Souls-mäßig wäre, dass wenn man vielleicht irgendwann im späteren Verlauf gegen irgendeinen krassen Endboss kämpft oder so und sie hat jetzt die Aneta im Laufe der Zeit und ihrer eigenen Reise irgendwelche Fähigkeiten ausgeprägt, ihre Pyromantie zu perfektionieren und zu beherrschen, dass sie dann irgendwie kommt sie um die Ecke, wie beim Wrestling so, und hilft einem. Und wenn man diese Nebenquest nicht gemacht hat, dann halt nicht. Sowas würde ich cool finden. Die Kultisten, die dieses Gebiet heimsuchen, glauben... Der Gedanke ist natürlich lächerlich. Im Sumpf lebt eine mächtige Nangari-Totenbeschwörer. Ja, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Dass wir direkt wieder für sie hier irgendwelche Quests machen, das kannst du mal schön vergessen. Wir wollen in der Hauptquest vorankommen, das war der eigentliche Plan. Ich bin hier schon komplett hier wieder im Süden da gefangen. Ich will erstmal diese Sachen da, das zum Beispiel. Und da oben und so, da gehen wir jetzt mal. Erstmal im Norden geht es jetzt erstmal weiter. Und ich will mir auch irgendwie gucken, dass ich das Pferd jetzt irgendwann mal bekomme. Erstmal machen wir das hier. Entschlossenheit des Lichts. Mary Bo und Raptor Jesus. Übrigens, herzlichen Dank für den Support. So, was haben wir Tolles bekommen? Wir haben diese Armbrust, die gut ist, tatsächlich. Plus 22 alle Werte und so.
Der nächtliche Schlechter ist auch geil. Mann, das sind mittlerweile echt gute Sachen. Ist das das Item, was ich von ihr bekommen hatte? Ja, nee, das Andenken. Ah, okay, das Ding hat tatsächlich so ein paar richtig gute Eigenschaften. Und zwar, was mir sehr gut gefällt, ist Schaden für Fertigkeiten des Typs Falle. Und natürlich Kostenreduktion für Energie ist auch super. Aber nicht gut genug. Nicht schlecht. Die Sachen sind alle nicht so schlecht. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwann noch mal meine Tränke irgendwie aufwerten kann. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Habe ich immer irgendwas... Oh, 10 fehlen noch. Und da fehlen 60. In Skosklan. Also, dann gehen wir erstmal hier. Was machen wir denn? Schmied und Rüstungen. Dann verticken wir erstmal das. Und... So, jetzt müssen wir mal gucken. Boah, die sind eigentlich echt besser, die Sachen. Deutlich besser. Aber der Aspekt ist einfach so geil. Fünf aktive Pfeillage, das ist einfach... Ey, es tut mir leid, aber ich müsste irgendwann... Nee, ich hau das alles jetzt weg. Alles gute Sachen. Aber noch komme ich ja ganz gut klar. Gegen Folgen verlangsamt. Oh, was habe ich gemacht? Warte, was habe ich jetzt schon gerade gemacht? Was habe ich gerade gemacht? Die ausgetauscht. Warum? Wollte ich doch gar nicht. Und die habe ich auch ausgetauscht, obwohl ich das gar nicht wollte. Warte mal. Ah, was habe ich denn jetzt hier schon wieder gemacht? Ich habe Quatsch gemacht. Genau, die Infusionseffekte 40% wirksamer, das will ich behalten wegen des Aspekts. Die Schraubklingen sind auch super, aber wieso hat er denn jetzt das? Was ist denn da besser? Das Ding hier. Das hatte ich doch extra aufgewertet. Ja, das Ding ist natürlich besser. So machen wir das. Das habe ich aus Versehen gemacht. Das wollte ich nicht. So, nochmal. So, weg. Weg, alles weg, egal. Und dieses Medaillon behalte ich irgendwie. Das finde ich nicht schlecht. Jetzt packe ich in meine Kiste. Ich habe hier keine Kiste. Dann packe ich es nicht in meine Kiste. So, dann gehen wir jetzt mal schnell und machen die Hauptquest hier. Damit wir da mal vorankommen. Achso, ich habe übrigens noch ein Level-Up, ne? Was mir gerade einfällt. Das könnte ich auch nochmal vergeben. Und zwar, wir wollten ja unsere Energierückgewinnung nochmal steigern. Und ich muss mal so lange auch die Dungeons machen, wo ich die Aspekte dauerhaft bekomme. Weil dann kann ich diese ganzen geilen gelben Sachen auch zu Legendaries machen, beziehungsweise den Effekt darauf setzen. Und dann verliere ich die auch nicht mehr, dann tut es mir auch nicht so in der Seele weh.
Das muss ich mal dringend tun. Ich bin noch nicht bereit. Hier geht's weiter, hier geht's hoch. Ey, Tini! Hallo, Flonti! Vielen Dank für den Raid. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, bei euch gab's Dota oder so, ne? Hier gibt's Diablo. Alle spielen Diablo, aber es macht doch einfach Bock. Ich bin gehuckt. Ich bin ein bisschen süchtig. Ich bin Junkie. Ich bin Diablo-Junkie gerade. Schön, dass ihr da seid. Nachher sehen wir uns nochmal wieder. Florentin und ich spielen nachher, glaube ich, Satisfactory, wenn das alles klappt. Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Er war ein guter Mann. Vigos Grab. Er war ein guter Mann. Das stimmt. War sie überhaupt Jesus. Hier? Habt ihr sie getroffen? Nee. Schon fort, als ich kam. Lilith war nicht mehr da. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Ratmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles um... Nerel. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei. Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich befürchtet hatte. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Ratma zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden. So, da haben wir noch wieder eine Quest erledigt. Abgeschlossen, Akt 1, ein kalter und eisener irgendwas. Okay, befinden wir uns dann schon in Akt 2 jetzt, oder was? Dann haben wir noch das. Das. Und das. Womit fangen wir an? Und vor allem, was ist mit diesem komischen anderen Typen, der uns das Pferd gibt? War das nicht hier? Da hat er doch gewohnt, glaube ich, oder? Und was war das? Mit dem reden. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden mal jetzt nach hier oben schlendern. Und dann gehen wir darüber und dann dahin. Oder dahin. Und können dann auch so ein paar Quests abarbeiten, oder? Blackfizz! Herzlichen Dank, Blackfizz. Progress-Zeit ist heute. Wir kommen voran. Und zwar, genau, wir gehen erstmal dahin und dann gen Norden. Das ist ja der kürzeste Weg. Ach komm, ich schlepp das mit mir mit, ist egal. Wenn ich voll bin, mache ich Town Portal. Oh Gott, was ist mit euch los? Wenn ihr mich nicht losschneidet, könnt ihr euch gleich verziehen. Okay, du bist super unfreundlich. Ich hätte es mir wirklich überlegt, aber wenn du mir so kackfrech kommst, dann bleibst du halt da drin. Selber schuld. Kommt der Weg unnötig weit vor. Geht schon, ist schon. Ey, was ist ein Schrein? Was stand da jetzt? Ihr greift schneller an und beschwört heilige Pfeile. Oh geil. Es ist natürlich niemand da, mit dem ich das ausprobieren kann. Wo sind Feinde? Ich will es jetzt hier benutzen. Kommt, tretet mir entgegen. Was ist mit dir? Haha, tot. Oh, ist das gut. Okay, das ist ja so geil. Oh, er ist leider nicht mehr da. Oh, das hat Spaß gemacht. Sehr gut. Die haben geile Schreine. Coole Effekte gibt's da. Hysterion, herzlichen Dank. Das Cheeren. So, hier. Hi, Phelan. Ihr habt mit Cori gesprochen. Das ist richtig. Ich kann nicht.
So, Quest abgeschlossen und wir können direkt eine neue bei ihm annehmen. Die verdammten Drecksziegenmenschen haben wieder angegriffen. Ey, mein Name ist auch Ziegel. Tut mir leid, Fremder. Das war unhöflich. Ja, das war sehr unhöflich. Weil ich bin auch eine Ziege. Ihr habt es ja gerade gesehen, dass ich mir so einen Ziegen-Spitznamen gegeben habe. Oh, jetzt muss ich hier wieder irgendwas. Na gut. Dann machen wir das kurz. Das geht ja schnell. Glaube ich. Habt ihr doch gerade schon. Hier habe ich gerade schon welche platt gemacht. Dürfte ich dann auf wenig Gegenwehr treffen. Hat sich doch gelohnt. Hier schon mal ein bisschen aufzuräumen. So, jetzt hier wird's Ärger geben. Und alle in meine Falle hinein. Ja. Sehr unübersichtlich irgendwie. Achso, der macht ja auch noch mit, oder was? Der Barbar. Der macht da die gleiche Quest wie ich. Ja, dann lass uns doch Freunde sein. War hier so ein Goblin? Da war ein Goldgoblin. Aber den ignoriere ich jetzt. Und da irgendwo links im Dunkeln stand noch was sehr Großes. Ach, süchtiger Geist. So. Bitteschön. Genau hier. Ist hier vielleicht ein so ein Goblin lang gelaufen? Nee, weg ist er, ne? Aber möglicherweise war da ein Goblin. Schade. Ich könnte auch einfach teleportieren, ne? Aber wo wären hier so viele? Das sind hier die Ziegen übrigens. Ins Dorf dürfen sie mir nicht folgen. Hi, ich habe alles gemacht, was du wolltest. Wir werden sehen, wie gut Arthas Magie funktioniert. Die verfluchten Bestien, wenn wir den Kopf dieses Bastards aufspielen. Warum muss ich diese Dialogoption noch machen? Ziegenmenschen, Ziegenmenschen, ich bin Droiden. Alt genug, um mich. Wir mussten. Okay. So, dann, was haben wir hier? Okay, das ist diese Nebenquest. Die ist natürlich auf dem Weg dahin auch. Dann können wir da. Ich will aber erstmal die Hauptquest machen. Das machen wir jetzt zuerst. Wenn ich dann in dieser Nebenquest vorbeikomme, nee, komme ich nicht. Dann muss die halt ein bisschen warten. Ich kann mich hier nicht ständig um irgendwelche Ziegen kümmern. Nur auf der Durchreise verschwenden sie ihre Pfeile nicht. Die wollen nicht hören, ne? Wollen nicht hören. Wie lange wollt ihr mir hinterherlaufen? Das ist wie bei Forrest Gump. Na, jetzt haben sie sich überlegt, dass sie zum Abendessen zu Hause sein wollen. Sinnvoll. Oh, wieso gehe ich noch zu Fuß? Wo ist mein Pferd? Zick, zack, zick, zack, zick, zack. Aha. Okay, also jetzt wird's ja recht voll. Dann machen wir einmal ein bisschen Action und dann ist gut. So. Heulmoos? Ne, das ist aber auch nicht das. Was ist denn jetzt los? Ja, okay, ich helfe. Oh, das ist jetzt ein. Oh, es ist schäbig, der hat sich. Das ist ja immer das Gleiche mit diesem Spiel, ne? Man will irgendwie nett sein und. Immer wenn man nett ist, bereut man das. Das Spiel erzieht einen dazu, niemandem zu vertrauen. Ich
So, wer will noch Ärger? Ich brauche mehr Zeit. Wie lange geht das jetzt hier? Noch 48 Sekunden, ist das richtig? Also, wie ich das sehe, die hier mit mir eingesperrt und nicht andersrum. Ich bin noch nicht bereit. Wieso bin ich denn da? Kann ich da irgendwas. Irgendwie kann ich da nichts machen. Egal. Ich bin noch nicht bereit. Los, du auch noch. So, das war's doch jetzt, oder? So, alles gemacht, was ihr wolltet. Das ist meine Belohnung. Das ist meine Belohnung. Du erlädst jetzt? Ja, das ist meine Belohnung. Wo sind die Legendaries? Warum droppen wir hier nicht die Legendaries? Gut, das war bei euch nur eine kleine Ablenkung. Das eigentliche Ziel liegt hier oben. Was ist das für eine? Solmos. Komm ich hier durch oder muss ich das kaputt machen? Ich glaube, hier komme ich nicht. Guck mal, geil. Ah ne, nicht geil, das ist eine arme Dorfbewohnerin. Die rette ich natürlich. Ah, ist sie tot? Ja, okay, ich glaube, das hat nicht geklappt. So wie so ein Thema, ich rette sie. Okay, ich habe sie nicht gerettet. Schade. Das ist auch so eine Lektion in diesem Spiel. Erstens, trau niemanden und zweitens, gib dich nicht der Illusion, dass du jemanden retten könntest, der in Gefahr ist. Alle sterben. Alle sterben. Ortschaft. Ach was, ist ja geil, die kannte ich ja noch gar nicht. Hi Leute. Flucht. Dieses übergroße Nein-Reisende. Die verschwimmelt allerdings noch von Dornenbestien. Dornenbestien? Guck mal, wir sind hier ganz neu. Hi, neue Siedlung. Wer bist du? Heilerin. Hallo Heilerin. Hier in dieser Hütte gibt es auch noch eine Nebenquest. Na, was ist mit dir los? Die Fliegenschwärme plagen. Ja. Die Leute hatten schlimmere Sorgen. Das Problem verschwindet nicht einfach, wenn wir es ignorieren. Okay, die arme Alte will mir Geld geben, damit ich die Fliegen töte. Aber erstmal sind wir hier. Ist dem Wahnsinn anheimgefallen. Wir werden nicht noch einmal dorthin gehen. Ja, das müsst ihr aber. Im Moor befindet sich eine gehörnte Frau, die Verderbnis verbreitet. Ja. Sie will die Droiden, die Estera. Dieser irre Nefane lebt dort draußen. Wir schafften es bis zum Steinkreis von Boglen. Meine Ritter sind bereits unterbesetzt. Nefane betrachtet uns als ein... Wir brauchen Holz zum Bauen. Ich glaube, sein Hass auf uns geht auf Donen zurück. Donen. Sie waren ein... Ich muss... Mit Donen muss ich diese Pferdegeschichte machen, glaube ich. Mein Pferd hat mich deswegen abgeworfen. Mich interessiert nicht, was zwischen ihnen geschehen ist. Ja, ey, Pferd und so. Gib mir ein Pferd. Hier ist erstmal mein Wegpunkt. Yay! Habe ich nicht jetzt langsam mal wieder... Guck mal hier. Yes. Da fehlen mir noch 10. So, das haben wir einen Fertigkeitenpunkt. Das ist sehr, sehr gut. Hier ist... eine Fane. Und... wir reden nochmal hier mit dieser Person. Die hat auch eine Quest. Nicht etwas, sondern. Ihr seht so aus, als wärt ihr weltgewandt. Irgendeine Rechnung beleuchten. Ich bin gar nicht so sehr interessiert, worum es da im Einzelnen geht. Was ist das hier für ein Baum? Ein alter Opferbaum. So, wie sieht das hier aus? Die brauchen wir nicht, die können wir gar nicht verwenden. Das Ding ist nicht so geil. Jo, das ist schon wieder ein bisschen besser. Auch nicht so schlecht. Mit Sockel und alles.
Silberkristall. So, das können wir nochmal wiederverwerten beim Schmied und dann machen wir uns direkt auf den Weg, oder? Weg mit dir. Was ist das hier? Weg. So, weg. Achso, das wollte ich ja behalten eigentlich. Kiste habe ich hier auch nicht. Leider. Verdammt. Ich dachte, ihr wärt... Kofi, danke dir. Ich werde versuchen, eine Verwendung für euch zu finden. Verderbt oder nicht. Vernichtet stechende Schwärme im Schleiermoor. Ja, das können wir ja auf dem Weg dahin eigentlich machen, ne? Das kann ich hier nicht tun. Machen wir das doch. Nein, arme Tiere. ...75, aber ganz schön viel, ehrlich gesagt. Aber schade, dass ich die Quest eben noch nicht hatte, weil ich habe ja schon echt welche von denen auch fast gemacht. Alle zu mir. Ich bin noch nicht bereit. 30. Ja, dieses Metall brauchen wir immer. Gut, die Hälfte haben wir. Oh, sehr gut. Da liegt noch Gold rum, das nehmen wir natürlich mit. Check the Riddler! Vielen Dank, Check! Check the Riddler! Hahaha, 41, come on! Werft mir alles entgegen, was ihr noch habt. Da muss ich rüber. Ja, die holen wir uns dann später. Das läuft ja nicht weg. Was haben wir hier? Kathedralenhunde nicht willkommen. Ah, er wieder. Hi. Sachte, mein Freund. Ich gehöre nicht zu den Rittern. Nefainswolf. Ich suche nach deinem Meister, Nefain. Kannst du mir dabei helfen? Ja. Halt. Zeig mir den Weg. Okay. Und wieder jemand hinterherlaufen. Dann laufe ich dir mal hinterher. Beschütze dich auch. Muss hier aber eventuell... Ach, scheiß auf die Typen. Ich laufe dem Wolf lieber hinterher. Keine Zeit. Obwohl jetzt diese Pestilenzen hier, die ich ja eh mache, die nehmen wir nochmal mit. Mehr Zeit. Wartet der Wolf auf mich? Ja, der wartet auf mich. Der wird übrigens nicht angegriffen, weil er ist ja irgendwie hier zu Hause, ne? Mein Gefühl. Den lassen die alle in Ruhe. Ein Buddy von denen. Also ich laufe jetzt einfach. Ich habe andere Geschäfte. So. Die wollen alle nicht hören. Die glauben alle, ich bin hier irgendwie so ein Noob.
Den habe ich hier noch nie gesehen. Wer ist das? Die mache ich platt. Erstmal mich hier, muss ich mir den Ruf erarbeiten. Aber wisst ihr, was cool wäre? Wenn man sich auch bei der Tierwelt hier einen Ruf erarbeiten könnte. Je mehr Leute ich töte, also je mehr Tiere ich töte oder irgendwelche Bestien, desto mehr erzählen die sich von mir. Oh, hier, diese Jägerin da. Und dann hauen sie vielleicht irgendwann ab. Ich muss ihnen hinterherlaufen. Oh Gott. Wie bei God of War, ne? Street Credibility, genau. Nefane, was ist mit dir passiert? Oh Mensch. Nefane? Was? Na fein, Nefane. Invisible, vielen Dank. Wer seid ihr? Ich bin's. Heidi Kabel. Ihr stinkt nach Donen. Aber er ist nicht hier. Feigling. Er fürchtete, Lilith würde euch aufsuchen. Er hatte recht. Ja. Sie hat mich hier aufgeknüpft. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Kegel. Alles, Snibbles! Herzlichen Dank, Snibbles! Was ihr für mich tun könntest, den Dämon zu finden. Ja, der ist im Norden, okay. Ich werde euch helfen. Geht nach Norden. Sie ist dort und plant etwas. Ihr habt noch Zeit, sie aufzuhalten. Fjorban wird euch begleiten. Schnell! Das setzt mich immer so unter Druck. Das jetzt direkt zu machen, wenn ich so eine Begleitmission habe. Haben wir ein Level Up oder was zu vergeben? Wir waren ja so beim Thema Energierückgewinnung, ne? Da haben wir jetzt ja, das haben wir immer gemacht. Lass mich mal gucken, haben wir noch irgendeine Attacke, die wir häufig nutzen, die wir noch leveln können? Was haben wir hier noch? Oh ja, oh ja, oh ja, das ist auch gut. Kritische Trefferchance ist ja wohl sehr gut. Das machen wir auch. Okay, und die nächste wird uns hier rüberfahren. Ungezähmtes Dickicht. Ah, das ist dann sogar ein Dungeon wieder. Ah ne, das sind... Oh, guck mal. Sind das zwei unterschiedliche Quests? Die sind aber beide an derselben Stelle. Das ist interessant. Ja, dann machen wir das doch direkt. Dann gehen wir da jetzt hin. Haben einen ziemlich weiten Weg vor uns, aber das schaffen wir schon. Wird mir... Die Frage ist, wird mir, auch wenn ich das auf der Landkarte noch nicht freigeschaltet habe, wird mir trotzdem der schnellste Weg angezeigt? Oder kann ich jetzt theoretisch, wenn ich jetzt hier lang gehe, da komme ich gar nicht durch, okay. Das ist eine Sackgasse hier. Und natürlich, dieses Blutbiom hier sieht auch sehr beeindruckend aus, ne? Ekelhaft beeindruckend. Das Bluttal. Jetzt können wir noch so ein paar Schwärme platt machen, noch 5, dann haben wir die Nebenquest auch erfüllt. War sehr lohnenswert, bevor man Lust sieht, alle Quests anzunehmen. Da sind sie, genau. Die habe ich besucht. Hi, noch. Das haben wir sogar. Sehr gut. Die Nebenquest haben wir jetzt fertig. So. Eine Barriere aus Blut. Eine Barriere aus Blut. Wahrscheinlich, indem ich das hier einfach alles wegmache, ne? Oder?
Ah, okay, was haben wir jetzt hier angezeigt bekommen? Okay, das heißt, so muss ich wieder runter. Das hätte ich natürlich auch früher gerne haben können. Um diese Wucherung zu beseitigen. Dann kommen wir da durch. Von meinem Weg könnt ihr alle mitkommen, mir egal. Dann kämpfen wir jetzt zusammen. So. Und Ultimate gezündet. Dankeschön. Die nächste Wucherung ist da. Da gehen wir jetzt auch direkt hin. Und dann wieder nach oben. Bisschen Backtracking, ne? So. Aber so weit sind die Wege hier zum Glück gerade nicht. Ja, der Wolf hilft auch tatkräftig mit, ne? Das finde ich echt gut. Der ist immer ein bisschen, macht sich nützlich, der Typ. Der zeigt mir nicht nur den Weg, sondern der ist auch aktiv dabei, den Wunsch seines Herrn auszuführen. Da gefällt mir der. Der gutes Mindset. Der Wolf. Und nochmal, ihr seht ja die ganzen geilen, also diese ganzen geilen Aspekte, das ist echt einfach cool. Diese Barriere, der Pfeilhagel und so, das 40% Infusion, die ich nutze, das sind alles Boni, auch wenn die Items, die gelben Items besser sind, die ich aufsammle. Ich will die halt auch echt nicht mehr missen, diese geilen Aspekte. Deswegen spare ich mir ein bisschen verbesserte Angriffskraft und so. Und oh, hier geil. Oh, Stufenaufstieg. So, nehme ich stattdessen die Aspekte mit, wollte ich sagen. So. Rein da. Ungezähmtes Deckhecht. Oh, hier gibt es wieder eine schöne Vision. Unter alten Ästen hängt die Herzensfrucht, angeschwollen vor Hass. Lasst ihn hervorbrechen und die Bäche und Höhlen überfluten. Mhm, okay, da war sie wieder, Lilith. Da ist die nächste Vision. In dieser blutroten Wiege. Die ist aber auch immer dramatisch, oder? Des Zorns geboren. Die ist immer sehr, also sie mag wirklich den großen Auftritt. Kann man nicht anders sagen. Stiletto. So, hier geht's weiter. Sein Zorn soll auf ewig brennen, bis er dieses erbärmliche Land vollkommen verschlungen hat. Ich höre mir gerade was an, hier kannst du mal irgendwie grüß sein, ich hab ein Meeting. Und die... Dieser Pfad führt uns hier. Oh, dadurch. Okay, kommt der Wolf da mit? Ja, ich hoffe doch. Ne? Na, wo steckst du? Oh, hier ist was. Nafains Blut. Nafains Blut. Oh, Endkampf. Oder? Oh Gott.
Oh, das ist eine Riesenkröte oder sowas hier. Jetzt seht ihr das? Ich brauche mehr Zeit. Das ist auf jeden Fall irgendeine Riesenkröte. Oh Mann, okay. Wir haben jetzt hier ein bisschen Spaß, glaube ich. Da ist sie. Oh Gott, ist sie eine Scheußlichkeit. Kann ich die irgendwie wegkühlen? Ja. Okay. Das ist ein Cerberus, oder? Das ist ein Cerberus. Ich brauche mehr Zeit. Ein Cerberus. Oh Mann, ich bin noch nicht bereit. Hey. Falle! Oh, weg. Ich brauche mehr Zeit. Brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen Heilung. Ich brauche mehr Zeit. Alter, ey, was ist denn eigentlich los? Wieso hat der eigentlich so viel Leben? Des Hasses. Es gibt zartes Fleisch zu jagen. Ja. Ey, bleib mal hier jetzt. Nicht abhauen. Verdammt. Aber es war so klar, dass der jetzt nicht am Ende... Tot. Wohin ist die Kreatur verschwunden? Ja, das habe ich ja gesehen. Die ist ja hochgekrabbelt. Wie kehrst du eine Fane zurück? Nee, der ist hier hoch. Ach, der ist doch hier hoch. Hab ich auch gesehen. Das ist ja... Ich darf den Dungeon nicht verlassen über die Dungeon-Verlassen-Taste. Ja, warte mal. Aber wenn ich jetzt... Ja. Erstmal haben wir noch ein Level up. Ich kann da nicht hoch. Und ich kann jetzt auch nicht... Also ich muss schon den Weg zu Fuß nehmen, weil wenn ich jetzt mich ins in die Stadt portiere, dann dann muss ich den ganzen Weg wahrscheinlich, der ist noch länger, dann nehme ich mal an. Ich weiß nicht genau, kann ich hier die Karte auch... Nee. So, okay, genau. Der Nefane ist ja hier. Da ist der Nefane. Nee, guck mal, wenn ich jetzt da zurückkehre, dann ist der Weg ja viel weiter, als wenn ich den Dungeon zu Fuß zurücklaufe, glaube ich. Deswegen machen wir das mal eben. Vielleicht nimmt sich das auch nicht besonders viel. Aber wieso darf ich den Dungeon denn nicht verlassen? Das verstehe ich gerade nicht. Der Wolf legt sich nochmal den Baum an. Invisible, ja, danke für das Feedback zu Timberborn. Oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, warum die Kommentare deaktiviert sind. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Und freut mich sehr, dass du dass es dir gefallen hat und dass du das Video zu Ende geguckt hast. Das war ja auch ein sehr langes Video, da hast du wahrscheinlich sehr lange geguckt. So. Schnell zurück zu... Warte, wo muss ich denn überhaupt lang? Ja, was habe ich denn hier noch entdeckt? Ah, das ist ein ganz anderer Weg. Viel zu weit im Norden, ich muss das mal machen. Ist der Wolfi noch bei mir? Ja.
Ansu geregelt, okay. Ansu geregelt. So kenne ich dich. Der Regler. Die Marder haut ab, die Marder Schiss. So, hier wieder rauf. Und Bericht erstatten. Es geht ab. Habt ihr sie aufgehalten? Ja, wir haben sie aufgehalten. Ja. Nein, sie war bereits fort. Und ich fürchte, sie hat einen Teil von euch mitgenommen. Eine Bestie aus eurem Blut. Es ist meine Schuld. Was habt ihr damit zu tun? Ein Pakt mit Lilith. Um mir zu helfen, die Ritter der Reue zu vernichten. Zu welchem Preis? Ich habe ihr Astaroths Versteck verraten. Eltime. Warum? In ihrer Gegenwart verlor ich die Kontrolle. Wut hat mich verzehrt. Nun bleibt nur eins. Setzt der Verderbnis ein Ende. Und jetzt erlöse ich ihn, oder was? Ja, mit so einem Billard-Kö einfach mal rein. Zumindest versteht der Wolf, dass es ein Gnadenstoß war und ist jetzt nicht irgendwie pisst auf mich oder so. Das hätte ja auch gut und gerne passieren können, dass der das, weil er ja auch ein dummes Tier ist, das nicht gecheckt hat und dann einfach sauer auf mich ist. Da bin ich natürlich überhaupt kein Fan von. So, ich glaube, wir sind jetzt hier in diesem Gebiet fertig. Guck mal, da ist... Oh, yes! Den Dungeon zu clearen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Weil... Da bekomme ich nämlich dann diese Schraubklingen. Oh ja, und dann kommen wir an einen Punkt, wo es langsam auch Spaß macht, weil ich dann sehr viele dauerhafte Effekte eben auch auf diese gelben Items legen kann. Für den Moment haben wir da alles gemacht. Das heißt, wir haben hier noch diese beiden Quests offen auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal erstmal nach Hause. Und ich versuche mal so ein paar Fragen zu beantworten. Phil Photon schreibt, wie hast du es geschafft, dass dein... Region-Level niedriger ist als das deines Charakters. Bei mir ist es mindestens Character-Level. Grundsätzlich sind ja, leveln die ja schon auch mit. Es kann natürlich sein, weil ich jetzt sehr viele Nebenmissionen gemacht habe. Ich zeig dir das mal. Eigentlich müsste man ja erstmal hier alles machen. Und ich bin aber einfach mal so aus Wanderlust in den Süden gestiefelt und habe halt dieses Gebiet entdeckt. Und habe jetzt hier schon sehr viel geklärt, habe hier sehr viele Nebenmissionen bereits gemacht und dadurch bin ich, glaube ich, auch ein bisschen höher im Level, als ich normalerweise wäre, wenn ich einfach hier im Norden geblieben wäre und die Hauptmission gemacht habe. Ich bin so ein Hauptmissionsverzögerungsgenießer und habe eigentlich immer Bock, so diese Nebenmissionen auch abzuarbeiten, die mir so präsentiert werden, bevor ich mich so an die Hauptmission mache, weil ich sonst das Gefühl habe, dass das, was diesem Spiel auch Fleisch bietet, nämlich diese Nebenmission, dass ich das dann irgendwie alles irgendwann vergesse und eventuell verfallen die ja auch, wenn man zu schnell Progress macht. Weiß ich nicht, ob die Nebenmissionen dann überhaupt bestehen bleiben. Die werden ja vielleicht dann auch ersetzt durch andere Missionen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das in diesem Spiel ist. Ich mache immer erst diese Nebenmission. Möglicherweise bin ich jetzt hier deutlich höher im Level, als es normalerweise der Fall ist. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran. Aber normalerweise levelt es ja mit. Also das ist eigentlich nicht schlimm. So, wir liefern hier noch unsere Quest ab. Siegen über euch und all eure Nachfolger. Für sie habe ich hier diese ganzen Schwärme vernichtet und bekomme jetzt auch etwas von ihren Habseligkeiten. Was echt Quatsch ist, weil ich habe jetzt irgendwie 762.000 Gold und die arme alte Dorfälteste
die gibt mir hier irgendwie ihre letzten Habseligkeiten. Was, okay, ich muss bezahlt werden, das ist in Ordnung. Aber es tut mir natürlich auch ein bisschen in der Seele weh, dass die da jetzt das alles abtreten muss. Lass uns mal eben kurz gucken, wie sieht denn das aus? Haben wir irgendwas Neues? 40. Nope, nichts Neues. Hallo Nils, ich zögere noch wegen den 80 Euro auf der PS5. Lohnt es sich zum jetzigen Zeitpunkt? Fragt Grumpy Martin. Ja, das ist eine Frage, die immer sehr oft gestellt wird. Ob es sich lohnt. Und ich kann natürlich nur sagen, am Ende ist jedes Spielerlebnis ein sehr subjektives und nicht jeder hat Freude an Diablo, weil es natürlich auch in gewissen Dingen einfach sehr, sehr stumpf ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Und wenn man so ein bisschen anfällig ist für Stumpfsinnigkeiten wie ich, dann macht das auch Spaß. Ich finde, es lohnt sich. Ich sag dir aber auch ehrlich, ich habe einen Key bekommen und das Spiel nicht selber gekauft. Aber ich finde schon, dass es sich lohnt, einfach weil es, wenn man das Spielprinzip im Grunde mag, und das setze ich jetzt mal voraus, weil wenn du das Genre nicht magst, dann muss ich jetzt diese Frage ja auch gar nicht großartig beantworten. Also ich gehe mal davon aus, du hast grundsätzlich schon mal Bock auf das Genre. Und dann ist das Spiel als solches echt gut. Also die Welt ist wunderschön, detailreich gemacht, richtig moorig, morastig, blutig, klumpig, krustig. Es sieht gut aus einfach. Die, das Kämpfen macht insofern Spaß, auch wenn es sehr, sehr so stupide aussieht. Aber dadurch, dass man eben diesen Kampfstil sehr individuell gestalten kann und sich auch genau überlegen muss, welche Attacken time ich wie, was baue ich aufeinander auf und so weiter, das ist sehr komplex. Man kann jeden einzelnen Charakter sehr individuell gestalten. Es gibt total viele Skills zur Auswahl, die man beliebig kombinieren kann. Und es ist sehr, sehr umfangreich, das Spiel. Ich glaube, du kannst da locker eine dreistellige Anzahl an Stunden versenken und hast immer noch Spaß. Also von meiner Seite aus würde ich sagen, ja, es lohnt sich, aber eben vorausgesetzt, dass du grundsätzlich mit dem Genre was anfangen kannst. Habt ihr einen Clan? Wenn ja, kann man beitreten, fragt Chris. Ja, Chris, es gibt einen Clan. Dieser Clan heißt... Den hat Eddie aufgemacht. Und der heißt... Ey, komm mal... Der Clan heißt... Beauty, die Liga der Schönen. Und ich kann dich, glaube ich, obwohl, kann ich Clan verwalten? Keine Ahnung, ob ich Anfragen annehmen kann. In jedem Fall kann man dem Clan joinen. Aber ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wie genau das gemacht wird. So, aber es geht. Genau. Jetzt muss ich leider einem Termin nachgehen, was mich sehr ärgert, weil ich noch Bock hätte, weiterzuspielen. Aber die nächste Session wird nicht so lange auf sich warten lassen, weil ich einfach im Fieber bin und Lust habe und gerne weitermachen möchte. Deswegen schaue ich mal, wie es am besten passt. Heute Abend sind wir zu Satisfactory verabredet um 21 Uhr. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Das heißt, ich werde versuchen, vielleicht sogar um 19 Uhr schon mal so einen 2-Stunden-Slot noch einzuschieben. Und dann um 21 Uhr dann Satisfactory, müssen wir mal gucken. Und dann habe ich auch noch viele andere Spiele in der Pipeline, die ich eigentlich längst machen wollte, bevor Diablo so einen kleinen thematischen, so einen monothematischen Propfen gebildet hat, an dem alle anderen Titel abprallen, die ich auch noch in der Pipeline habe. Aber da kommen in nächster Zeit auch noch viel anderes hier auf dem Kanal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich wie immer über Kommentare, über Tipps zum Bild und so weiter und so fort. Bis dann, macht's gut.